100. Na komm, böse Maus. So. So. Und dann gibst du bitte von da aus das gleich nach da weiter. Und du machst dann bitte MK2-Module. Dafür brauchst du Stahl, grüne Chips und Eisen extra in der blauen Kiste. Also bau bitte normale blaue Kisten. Angriff im Westen, ja. Oh, Schwefel, Mist. Ich hatte absichtlich eine aktive Kiste hingelegt, ne? Ja, es war Absicht. Also ich könnte auch jetzt eine passive machen, aber dann bricht die Stahlproduktion irgendwann ein. Das ist halt doof. Ich brauche einfach mehr Logistikkisten dann. Also Logistik-Storage-Chests. Na gut. So, du dahin. Stell bitte blaue Ärmchen her. Du Eisen und Stahl. Stahl, Eisen, grüne Chips. Ist mir jetzt egal. 100, 100. Okay, ist es nicht. So, 100, 100, 100. Müssen wir auch dementsprechend nicht beschränken. So. Du dahin. Und jetzt kommt da vorerst eine Kiste hin. Später kommt die nächste Fabrik dahin. Und dich beschränken wir jetzt mal auf ein Stack. Denn es wäre ein Stack MK2-Module. Da müssen wir auch immer dran denken. So, das war die eine Reihe. Jetzt bräuchten wir eigentlich genau die gleiche Reihe nochmal für die rosanen Dinger. Wobei die rosanen schon fast wichtiger wären und ich damit vielleicht hätte anfangen sollen, aber gut. Eins, zwei, reicht. Dann zwei blaue Kisten. Und blaue Ärmchen haben wir noch, okay. So, danach hätten wir das automatisiert. Wollen wir das mit anderen Kisten machen, die dann automatisch in mein Inventar fliegen? Nee, komm, das kann ich auch noch hier abholen. So, du arbeitest nicht, weil du keinen grünen Chips hast. Die hole ich mal von oben ab für mich. Haben wir hier inzwischen Puffer? Nee, da ist gar nichts. Das sah so schön aus noch vor kurzem da. Das ist beängstigend. Also theoretisch müsste sich das auch auffangen, sobald die Kisten hier voll sind. Also momentan wird hier alles gegossen. An Chips. Genau, sobald die Kiste da voll ist zum Beispiel. Wobei, weißt du was? Du kannst dich mal komplett beschränken. Oh. So, ich will gar nicht mehr als 86. Die brauchen wir nur für ganz spezielle Ditec-Sachen. Du allerdings wirst häufig gebraucht, blauer Chip. Du musst leider da bleiben. Rote Chips. Grün ist einfach alle. Ne. Oh, die Repair Packs. Beschränke bitte. So. Die verbrauchen grünen Chips. Ja, das ist nicht gut. Komm. Ja, es kommt immer noch stetig derselbe Fluss an wie vorher. Okay. Ich mache einen kurzen Abstecher zu der Kupferanlage da unten. Zu gucken, was ich da noch erbeuten kann an Modulen. Gar nichts. Gar nichts ist wenig. Hier übergangsweise. Das war das eine. Das hier ist der andere Rest. Du scheinst noch gut lange zu arbeiten. Hatte auch keine Module. Ja, und genau deswegen wollte ich die Automatisierung von der Fabrikanlage für die Module haben. Weil wir einfach zu viele Minen haben, die nicht produktiv arbeiten. Das waren unsere Kupferanlagen. An den Rest kommen wir nicht ran. Und auch von der Forschung her wüsste ich jetzt nicht, was ich forschen müsste, damit ich die größeren Mining Drills bekomme.
ist für mich so jetzt nicht ersichtlich. Ne. Aber gut, die hier erstmal weiter ausbauen. So, 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 so. Hund tot. Oh, warte. Wo können wir nachgucken, wie viele Repair-Bots wir haben? Weil ich habe ja gerade umgestellt und so wirklich viele davon wollte ich nicht. Nee, sehen wir nicht. Da sehen wir nur die Werte von dem Ding selber. Available Robots sind die Transportroboter. Hehe. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich wieder irgendeinen Wald zerstören. Um die alle auf den Plan zu rufen und dann quasi von Hand zu zählen. Mach mal das da so kaputt. Da kommt eine kleine gelbe Welle an. Die reicht auch schon fast zum Reparieren von Mauern und dergleichen, oder? Ja, das sind 11. Yeah. Nee, okay. Skynet muss weiterhin arbeiten, lässt sie nicht ändern. Schade. So, jetzt aber die Module. Die ganzen Sachen, die ich für die Modulkette da brauchte, sind jetzt endlich fertig. Also die Fabriken. Das heißt, die können wir auch aufbauen. Vor allem das Gute ist, das arbeitet halt alles ohne Flüssigkeiten. Weil gegossenes Eisen und Kupfer haben wir in Massen. Aber halt flüssiges Kupfer haben wir nicht. Und ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, die Kupferplatten wieder einzuschmelzen. Weil das wären ja, ne? Die Quote wieder durcheinander. Da. Dahin, dahin. Dahin. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Oh, einer fehlt. Ärmchen. Blaue Kiste, blaue Kiste. Und von den Anforderungen braucht ihr genau das gleiche? Ja, ne? Ja, das heißt, wir können einfach von oben kopieren. Das ist sehr gut. Also du, bitte den da. Du, bitte den da. Shift rechts. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Fertig. Arm. Da. So. Das ganze Kickstarten kann ich auch nicht, weil ich habe nicht mehr wirklich viel. Das heißt, der Rest liegt in der Hand der Roboter. Achso, Kiste beschränken. Wow. So. Okay, das hätten wir da gemacht. Das heißt, als nächstes sollte ich jetzt da runtergehen und anfangen, das Gebiet zu sichern. Dafür bräuchte ich allerdings ganz viele Lasertürme. 15 ist ein Anfang. Was fehlt? Stahl. Hund. Hund. Irgendwann wird meine Basis komplett vernichtet werden und ich denke, es war einfach nur ein Hund. Was? Da, gib mir Mauern. Stein hatte ich. Stahl wollte ich noch. Da. Zing. Ja, auch Stahl ist nicht so schön, wie es sein sollte. Bei Zeiten musste echt ein zweites Ding von her. Ja, das sollte doch reichen an Türmen. Sehr gut. Ich könnte jetzt hier einen Knick machen und da ganz hoch ziehen. Oder hier einen Knick, da einen Knick, da einen Knick, da einen Knick. Aber sind für mich zu viele Knicks drin. Das ist, glaube ich, auch nicht so effektiv. Und das hier kann alles weg. Eigentlich so. Also ja, ich denke, ich werde hier einen Knick machen. Lass mal da ein Loch. Und diesen doofen Baumwurst durch. Und dann hier den Knick. Wobei, das kann schon einen höher, ne? Na, du bist noch ein Alter. Geh weg. So. Ich kann hier nicht sehen. Mist. 5 Sachen zerstört? Ach, die ganzen Hunde sind raus, ja. So, okay. Ja, dann können wir hier einfach direkt runter die Türme setzen und das war's.
Ein weiter noch. Und dann geht's hier nach oben. Nach oben. Ja. Ganz durchziehen wären mehr Türme, als wenn ich das hier hinsetzen würde. Mache ich das erstmal so. Ja. Ist dann auch schneller zu bauen und allgemein leicht zu verteidigen. Also setzt dahin bitte drei Türme. Dahin so. Den Rest haben wir hoffentlich gleich in der Tasche. Eins, zwei. Eins, zwei. Erstmal einmal rum, damit wir einen Schutz haben. Und ja, der Hund fühlt sich so auf, als wenn er auch Schutz wäre, aber das ist er nicht wirklich. Eins, zwei, drei. So. Dazu. Die hier können alle weg. Aber das mache ich von Robotern weg. Die hier gar nicht mehr ankommen. Trotzdem werde ich den Auftrag schon mal teilen. Und die Türme klaue ich mir jetzt, damit ich die schon mal aufbauen kann. So. Ja, und dann können wir hier die ganzen Module, die hoffentlich gerade entstehen, auch wenn das eine ganze Ecke dauern dürfte, die haben wir dann hier in die Mining Drills rein, die da gleich hinkommen. Und dann müssen wir das irgendwie wieder nach oben wuseln, aber das passt schon. Eventuell können wir auch das Fließband da benutzen. Das ist zwar eigentlich für Eisen gedacht gewesen, aber das Eisendepot da unten ist ja alle. Was suche ich jetzt? Ich suche die Lasertürme. Da. Ja, da müsste noch was hin. Aber es sollte vorerst reichen, ja. Okay. Wie machen wir das am besten? Ja, erstmal Stromnetz, ne? So. Nein. Hund. Hund. Falls da irgendjemand eine Idee hat, wie ich das filtern kann, mit diesem Gebäudezerstörzeichen bei Hunden, dann immer her damit. Ich denke, ich werde einfach den ganzen Hundestall da abreißen, weil wirklich nutzen tue ich ihn ja nicht. So, so. Muss jetzt alles einseitig auf das Fließband, ne? Ja. Das heißt, wir bräuchten jetzt was, was die andere Seite des Fließbands befüllt. Also, da lang, ne? Das landet jetzt auf der rechten Seite, da machst du eine Kurve, das ist immer noch auf der rechten Seite und die anderen sind auf der linken. Ja, gut. So. Ja, Produktivitätsmodule. Habe ich richtig viele dabei. Und auch Mining Drills habe ich nicht genug. Wir sollten ja eigentlich eh nur arbeiten, wenn sie die Module drin haben. Und Roboport. Roboport. Bau ein. Lasertürme abbrechen. Die Lasertürme, die wir haben, aufstellen. Da. Oh. Hab noch mehr gefunden. Okay. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Verteil die mal einfach hier wild sporadisch so. Also, ich guck mal ganz kurz zu der Automatisierung von den Modulen. Und werde verzweifeln und dann werde ich wahrscheinlich von der Eisenecke was klauen. Ja, kein einziges Modul, weil kein grüner Chip produziert wurde. Also ich denke, Produktivität und Effektivität in allen Ehren. Aber ich brauche jetzt Kupfer. Selbst wenn es nicht zu den besten Bedingungen abgebaut wird.